kommentiert Deutschland, politische Aschermittwoch. König Markus I. feiert Krönungsmesse, über wichtige Themen verliert er kein Wort. Es ist ein besonderer politischer Aschermittwoch, nie zuvor stand Deutschland um diese Zeit nach einer Wahl ohne neue Regierung da. Das beeinflusst die Stimmung bei den Reden der Parteioberen. SPD hat ihr Pulver in internen Querelen verschossen. Reutlinger Generalanzeiger, Aschermittwochsredner sind heuer nicht zu beneiden. In anderen Jahren bieten feuchtfröhlichen Bierzeltauftritte Gelegenheit, den politischen Gegner mit Häme, Esprit und Polemik vorzuführen. Dieses Jahr hat das die real existierende Politik in den Wochen nach der Bundestagswahl selbst erledigt. Kein Wunder, dass der vorübergehende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz in Vilshofen gestern so blutleer wirkte. Die Partei hat ihr Pulver in internen Querelen verschossen. Was soll da noch übrig bleiben für den politischen Gegner? Parteien haben sichtlich mit sich selbst zu kämpfen. Westfälische Nachrichten. Alle Parteien haben sichtlich mit sich selbst zu kämpfen. Der designierte Seehofer-Nachfolger Markus Söder muss die CSU zusammenschweißen. Im Herbst sind Landtagswahlen, und es gilt die Lufthoheit über den Stammtischen zu verteidigen, gegen die AfD. Die CDU hat wenig zu lachen, der Führungsanspruch der Kanzlerin wird in den eigenen Reihen untergraben. Merkel muss sich von Söder gar bissige Seitenhiebe gefallen lassen in Sachen Amtszeit. SPD-Übergangschef Scholz ist wahrlich nicht der Haudegen für einen solchen Aschermittwoch. Und die FDP? Sie lindenert nach dem Jamaika aus so vor sich hin. Auch Grüne und Linke müssen derzeit erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Also, außer Spesen ist nicht viel gewesen. König Markus I. feiert Krönungsmesse, über wichtige Themen verliert er kein Wort. Abendzeitung, das Bier ist billig, das Publikum willig, es zelebriert den politischen Aschermittwoch wie die vorgezogene Krönungsmesse von König Markus I. Der stellt klar, dass er Bayern ab Oktober allein regieren will. Um das zu erreichen, wird Söder seine Partei noch weiter rechts positionieren, auch wenn er das so nicht benannt haben möchte. Wichtige Themen wie Wohnen oder Rente streift er daher nur. Über Armut, die es auch im Freistaat gibt, verliert er kein Wort. Migration und innere Sicherheit überlagern alles. Im Saal erhält er dafür tosenden Applaus. Hier ist man der CSU treu. Aber draußen? Die Christsozialen sollten endlich begreifen, dass sie auch Wähler an FDP und Grüne verloren haben, weil diese die CSU-Asylpolitik für unchristlich halten. Da helfen kein Kreuz im Ministerium und keine Verfassungsänderung, die holt man so nicht zurück.
Und wer es deftig rechtspopulistisch mag, der wählt weiter das Original. Selbstwertschwisserung, Poltern und Vereinfachen. Drei Disziplinen, in denen der CSU so schnell keiner was vormacht. Nürnberger Nachrichten, sollte es den Sozialdemokraten gelingen, was derzeit nicht absehbar ist, in Kürze aus dem Tal der Tränen wieder herauszutreten, sind zumindest die Fronten der beiden Koalitionspartner abgesteckt, hier die Union, deren Töne tendenziell, weil sich auch innerhalb der CDU der konservative Flügel vernehmbarer artikulieren wird, Nationalheimat betonter werden dürften, dort die SPD, die entschieden auf der europäischen Klaviatur spielt. Eine spannende Ausgangslage für die Fortsetzung der Großen Koalition, die durchaus Zündstoff in sich birgt. Beim politischen Aschermittwoch war für derlei Überlegungen kaum Platz. Dort ging es um Selbstwertschwisserung, Poltern und Vereinfachen. Drei Disziplinen, in denen der CSU so schnell keiner was vormacht. Elend der SPD spiegelt sich darin wider, dass sie mit Olaf Scholz ins Bierzelt rennen gehen musste. Allgemeine Zeitung, das Elend der SPD spiegelt sich darin wider, dass sie ausgerechnet mit einem vorübergehenden Parteichef Olaf Scholz ins Bierzelt rennen gehen musste. Der ist memisch zwar prädestiniert für die Fastenzeit, beim Unterhaltungswert aber nur auf aktuellem HSV-Niveau. Fazit, alles in allem stand diese Aschermittwoch der Regierungsbildung zumindest nicht im Wege. Das ist ja heutzutage auch schon was. Bild des Aschekreuzes passt zur politischen Lage in Deutschland. Mittelbayerische Zeitung, Politik und Kirche gehören nicht zusammen. Auch am Aschermittwoch nicht. Es gilt die strikte Trennung, immer. Dennoch sei hier ein kleiner Vergleich erlaubt, allein der schönen Symbolik wegen. Denn das Bild des Aschekreuzes, das nach katholischer Tradition den Gläubigen am Aschermittwoch auf die Stirn gezeichnet wird, passt so wunderbar zur politischen Lage, in der wir uns in Deutschland gerade befinden. Das Ascheritual soll den Menschen an seine Vergänglichkeit erinnern und zur Umkehr aufrufen. Es will zeigen, Altes muss vergehen, damit Neues entstehen kann. Könnte es ein besseres Bild für die aktuelle Situation von CDU, CSU und SPD geben? In den, ehemals, großen Parteien tut Erneuerung dringend Not.